Liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zu Hellpoint, ein neues Souls-like-Game, diesmal im Weltraum, mit starken Horror-Anlehnungen an Alien oder Cthulhu. Ich bin sehr gespannt, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, wenn ihr meine Videos schaut, bin ich ja kein allzu großer Fan dieser Souls-like-Games, denn da fehlt ja immer links und rechts ein wenig von dem, was Bloodborne, Dark Souls und auch Sekiro so großartig gemacht hat. Aber natürlich möchte ich auch Hellpoint eine Chance geben und deswegen schauen wir uns das Spiel einfach mal an. Gib einen Namen ein, das sollte ich noch hinkriegen. So, Groß- und Kleinschreibung wird nicht beachtet. Wir legen einfach los. Immerhin, das Spiel ist auch auf Deutsch erschienen. Das ist schon mal schön, zumindest mit deutschen Bildschirmtexten. Eine Audio-Vertonung gibt es, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, gar nicht so richtig. Applaus, sehr gut. Ich habe was richtig gemacht. Meine ich. Bromus mordzieć, fresz wyperchyj, pchu pożyczeniowania, nikczemna nowe. Gut, das bin dann wohl ich. Ein Wesen, ja, das hier gerade irgendwie so ein bisschen erzeugt wurde. So sah es zumindest aus. Ich kann springen. Ich kann schlagen. Ich kann ein bisschen doller schlagen. Ich kann ausweichen. Kann ich auch rennen? Anscheinend erstmal noch nicht. Okay, das finden wir noch heraus. Was ist das hier? Du bist zu schwach, um weiterzumachen. Aufheben. Heilende Injektion. Okay, das ist dann ja sozusagen unsere Heilung. Das Spiel ist wirklich sehr stark an Dark Souls angelehnt. Das ist das, was ich zumindest aus dem Test von der GameStar so ein wenig herausgelesen habe. Ein wenig belesen habe ich mich ja schon. Mhm. Grafisch, sage ich mal, erinnert mich das an späte PlayStation 3-Zeiten. Ich spiele, das kann ich euch ja mal zeigen, Einstellungen. Ich spiele... Oh, das kann man hier gar nicht einstellen. Okay, die Grafik kann man im Spiel selbst nicht einstellen. Okay, gut. Aber ich spiele auf höchsten Settings, halt 1080p nur. Wie immer. Okay, er erwartet uns am Ende der Botschaftshalle. Willkommen in Irid Novo. Wir hoffen, Ihre Reise oder Reintegration war angenehm. Andernfalls bitten wir um sofortige Meldung an die Gesundheitsbehörde. Alle Zollformulare wurden bereits automatisch für Sie ausgefüllt. Zur Ausgabe Ihrer persönlichen Gegenstände geben Sie bitte Ihre persönliche ID ein. Ah, okay, die müssen wir noch herausfinden.
So eine ganz kurze Sache hier umgestellt. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay, werde ich machen. Vielen lieben Dank dafür. Dann muss ich meinen Code noch herausfinden. Und oben rechts, das ist dann die Erfahrungspunkte / Seelenanzeige oder wie auch immer das hier im Spiel heißt. Was haben wir hier? Nischt. Was haben wir hier? Springen. Ach so. Oh, okay, wir befinden uns im Weltraum. Und das da hinten? Ein schwarzes Loch, das uns... Wow. Oh. Okay. Das sieht schon ziemlich cool aus. Was sind das für Wesen? Ah, finden wir es heraus. Das Ganze wird so eine angespielt Videoreihe. Ich weiß noch nicht, wie viele Parts das werden. Es werden immer so 30-minütige Parts. Ihr kennt das ja bei mir. Ich spiele das Game an, dann gucken wir einfach mal. Je nachdem, wie es euch und mir gefällt, vielleicht sogar durch. Aber auf jeden Fall erstmal die ersten Minuten. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Willkommen bei Resident Evil. Dann müssen wir wahrscheinlich da die andere Türe nehmen. Oder wir können hier auch vielleicht runter. Ich glaube fast, wir müssen hier runter. Dieser Ring erinnert mich sehr stark an Dark Souls 3. Ich glaube, diese Tür kann von dieser Seite aus ebenfalls nicht geöffnet werden. Nee, hier können wir nicht mal interagieren. Dann lasst uns den Sprung nach unten machen. Okay. Und... Was ist das für eine Anzeige neben mir? Das finde ich noch heraus. Also auf jeden Fall sieht das schon mal sehr, sehr fancy aus. Was ist das hier hinten? Das leuchtet so. Das sieht aus wie ein Haufen Kadaver aufeinander gestapelt. Okay. Was haben wir hier? Ein Rohr. Dieses Rohr ist bestimmt eine Waffe. Wartet mal. So, angelegt. Jetzt habe ich ein Rohr. Ah ja, das Rohr, das eigentlich eine Axt ist. Riss stabilisieren. Verbinden. Benutzerinfusion. Werte durch Zufuhren von... Achso, Aktionen erhöhen, also meine Werte erhöhen. Aktionen sind sozusagen die Seelen, die ich hier bekomme. Okay. Und was macht man jetzt hier? Ich habe ja ansonsten nichts. Ja, ich könnte meine Werte verbessern, aber ich habe ja... Und den Rest kann ich alles noch nicht machen. Nun gut, dann bin ich hier noch nicht so weit, um mehr zu können, machen, was auch immer. Aber da hinten geht es weiter. Hier, wo wir auch gerade die Axt bekommen haben. Rüste deine Waffe genau im Menü aus. Haben wir gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Okay. Was sagt uns das Spiel jetzt? Schneller Angriff, starker Angriff. Check habe ich auch schon herausgefunden. Da sind ja zum Glück immer Standards. Zum Glück. Ziele anvisieren. Achso, jetzt kann ich hier genau. Und... Instant Meister in diesem Spiel. Heidewitzka, was für eine Menge Blut habe ich hier verteilt. Da springe ich doch gekonnt drüber über diesen Haufen Schrott. Ein Altmetallschild. Wer wollte das nicht immer schon haben? So, zack, auch noch anlegen. Jetzt, zack, kann ich auch blocken. Aber mit L2 kann ich nichts machen. Hier unten kann ich in die Tiefe hopsen. Das will ich aber nicht. Ich möchte hier eher drüber laufen. Oh, oh. Wow! Ja, abgeblockt. Und mit einer Vierer-Kombo schön kaputt gemacht. Und der Typ hat irgendwas vor dem Gesicht. Haben wir hier eigentlich Ragdoll? So ein bisschen, ne? Okay. Okay, Leute. Kann ich eigentlich einen geladenen Angriff machen? Oh, schaut mal. Ach nee, der macht immer diese Schrittbewegung. Ich dachte, das wäre jetzt eine Combo. Oh, ich habe jetzt hier nur so drauf gedrückt. Ist das eine geheime Tür? Habe ich etwa
Ich habe eine geheime Tür gefunden, Leute. Boah, richtig gut. Säule. Was auch immer das ist, wir finden es heraus. Wahrscheinlich eine andere Waffe. Ja, brauche ich aber mehr Stärke zu. Müsste ich meine Stärke weiter leveln. Okay, da vorne ist der nächste Gegner, der hat eine Waffe. Kann nicht von dieser Seite aus geöffnet werden. Der Gestank ist grauenhaft, okay. Ja, hier sind auch so seltsame, ich weiß nicht, Fleischklöpse? Ich weiß nicht, okay, wir sollten unseren Schild benutzen. Komm her, komm, greif an, komm. Ja, jetzt mach keine Zicken, greif mal lieber an hier. Zack, Junge! Denkst, du bist der King hier mit deiner großen Waffe, aber dann komm ich mit der Axt. So. Ich muss sagen, die Grafik sieht irgendwie nur so halb geil aus. Also, das sieht eher... Ich meine, es ist nicht schlimm, das ist wahrscheinlich ein kleines Studio. Dementsprechend ist das jetzt nicht ausschlaggebend für die Qualität des Spiels. Aber ich möchte es wenigstens erwähnt haben. Oh, ich hab einen zweiten Gegner gehört. Oh, jetzt konnte ich ihn zumindest in die Knie zwingen. So, was haben wir hier hinten? Hier geht's nach oben oder nach unten? Ich höre hier doch was. Ach, da oben. Schaut mal, der kommt jetzt hier so lang gerannt. Und hat auch so eine... Aber ich bin ausgewichen. Ah, jetzt habe ich nicht mehr genug Ausdauer. Aber dafür hat es noch gereicht. So, 221 Aktionen habe ich jetzt gesammelt. Das Setting erinnert mich sehr an Doom. Also von der Grafik her, auch von den Gegnern her, das Gegnerdesign bisher erinnert mich sehr an Doom. Also wenn dieses Spiel hier irgendwo sich inspiriert hat, dann vielleicht daran, vielleicht auch woran anders. Who knows? Ich glaube, hier oben gibt es nichts zu finden, nichts zu holen. Zack, Fallschaden gibt es aber auch. Okay. Was ist das denn da? Ich kann es nicht anvisieren. Das schwebt hier so rum und sieht aus wie ein Käfer. Kann ich da draufhauen? Okay, ich habe es kaputt gemacht. Ach, okay, sorry, Leute. War ich. War nur ich gewesen, sorry. Ja. Das sieht wirklich sehr nach Doom 3 aus, oder? Instant Bock, Doom 3 zu spielen. Anfangs hatte ich ja gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan von Souls-like-Games. Woran liegt das? Ja, tatsächlich daran, dass sehr viele Souls-like-Games für mich die Essenz von Dark Souls, Sekiro, Bloodborne nicht so richtig verstehen und dann eher auf den Schwierigkeitsgrad setzen, währenddessen ich ja eher Fan von so einer ausgefeilten Welt und von so einem ausgefeilten Weltdesign bin. Die können auch Lasers schießen. Digi, was los? Bruder, muss ganz schnell los. Bruder, muss mal da vorne aufs Knöpfchen drücken. Was passiert? Aha, Alarm. Ach du Kacke. Warum ist jetzt hier ein Alarm gezündet? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich bekomme aufs Maul. Ich mache erstmal, dass ich hier wegkomme. Tschüss, Leute. Bruder muss los. Aktionen. Habe ich einmal gefunden. Und Jump. Oh, geschafft. Ja, ist ja wunderbar. Laufen die mir nach? Meine Einzelnen kriege ich dir ja bestimmt weg, aber so zusammen wird schwierig, ne? Was meint ihr? So, man muss hier schon mal so ein bisschen fertig machen. Was haben wir hier? Nochmal ein kleiner Hinweis. Ah ja, LT halten für Sprint. Ah, okay, so sprintet man. Okay, begriffen. Begriffen. So, da vorne gibt es nochmal ein Item.
nochmal Aktionen gefunden. Okay. Ja, also es gibt auch gute Souls-like-Games. Also wenn ich zum Beispiel an The Search 2 denke, fand ich ziemlich gut. Und bestimmt auch ein paar andere. Ich überlege gerade. Ach, jetzt ist die Tür hier offen. Schaut mal. Haha! Und, wie hieß die eine von Bandai Namco? Ich komme gerade auf den Namen nicht. Die hatten doch auch noch so ein Souls-like-Game gehabt. Das hatte ich auch auf dem Kanal gespielt. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Ohne Witz. Interagieren. Was haben wir jetzt hier? Eine Karte. Willkommen im Wegweiser verlassen. Ich mach mal willkommen. In Irid Novo bilden alle Nationen der Milchstraße eine harmonische Einheit, um die hoffnungsvolle Ordnung zu stärken, die kommenden Generationen ihre Zukunft sichern wird. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Nichts Geringeres als das größte und edelste aller Ziele wird unsere Anführer befähigen, diese wichtige Aufgabe voller Mut gemeinsam zu bewältigen. Das Ministerium wünscht allen Würdeträgern und Diplomaten einen fruchtbringenden Aufenthalt an Bord. Dominion der Erhabenen. Okay. Gut, ein Wegweiser. Was haben wir hier? Finde den Architekten. Plötzlich habe ich Matrix-Flashbacks. Okay. Das könnte ein schwererer Gegner sein. Kohlenstoffreste. Wie hieß nochmal dieses Spiel von Bandai Namco? Ich komme gerade absolut nicht drauf. Aber das könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Okay, hier sind ein paar Gegners drin. Um die kümmern wir uns noch. Von hier kommen wir. Du könntest ein Gegner sein, oder? Okay, du bist ein Gegner. Och, du kannst zaubern. Oh, und er kann auch. Uiuiuiui, du haust mir aber aufs Maul. Ja, hallo, mein Name ist Hyuga und ich nehme die Beine in die Hand. Ich suche lieber eine Art, oh Gott, noch einer von denen. Dafür Aktion gefunden. Komme ich hier rein? Zugang zum Dominion der Erhabenen verweigert. Na, dankeschön. Vom Wegen barrierefrei. Ah, hier komme ich rein. So, noch eine Inselium-Stange. Aha. Oh Gott, der ist aber jetzt hier ganz schön am fies und gemein sein, oder? Ah, das jetzt hier. Ach, das habe ich eine. Ah, okay, jetzt habe ich eine Querverbindung geöffnet, eine Abkürzung. Das ist ja gut. Ich glaube, ich komme hier auch nochmal hoch. Denn ich glaube, hier unten kann ich auf jeden Fall erstmal meine Punkte ausgeben. Benutzerinfusion. Genau, jetzt kann ich hier nämlich sagen, ich will Stärke. Ach, auf 2. Da brauche ich ja ewig, um Stärke 13 zu bekommen. Na, immerhin. Und wie lade ich jetzt hier eigentlich meine Dinger wieder auf? Meine Heilfähigkeiten? Da ist irgendein Balken, der füllt sich so langsam, aber ich weiß nicht, was es damit auf sich hat.
Also auf jeden Fall ist jetzt meine Lebensleiste wieder gefüllt, nachdem ich mich da unten kurz ausgeruht habe. Wow! Da hat er mich aber weggeslasht. Abkömmling getötet. Okay. Alles klar. Wunderbar. Das Schlimme ist, ich habe vorhin noch über das Spiel nachgedacht. Ach, jetzt habe ich auch wieder auf einmal zwei Heilmöglichkeiten. Weil ich gestorben bin. Okay. Also wie man die auch sonst resetten kann, ich habe keine Ahnung. So, jetzt können wir mal versuchen, den großen Dammerdown zu bekommen. So, wenn ich an ihn rangehe, macht er ja Nahkampf. Ne, macht er erstmal nicht. Erstmal macht er das. Wow. Was mache ich eigentlich immer für so einen komischen Dance? Ich tanze immer so witzig, wenn ich da sterbe. Ich meine, ich muss nicht gegen die kämpfen. Ich kann auch an denen vorbeilaufen. Aber dennoch möchte ich natürlich schon... Also ich bekomme den schon down. Ich muss halt nur versuchen, von ihm nicht getroffen zu werden. Beziehungsweise mal gucken... So, erstmal warten, bis der sich wieder umdreht. Ah, er hat mich gesehen. Boah, der kann ja, das ist ja eine... Wie hart kann der diese Combo da durchziehen? Okay, dann kann er auch nicht getroffen werden. Was ist das denn? Ja, ist natürlich blöd, weil ich muss ihn eher zum Casten bringen. Oh, ja, dann sollte ich mich auch von ihm... Ich mache immer den totalen Breakdance, wenn ich sterbe. Okay, also diese Typen sind ganz schön stark. Sind ziemlich stark. Hellpoint. Erinnert mich auch vom Namen sehr an Hellgate. Kennt ihr noch Hellgate London? Das war vom Design her sogar ähnlich gewesen. Wie gesagt, also grafisch ist Hellpoint kein Highlight. Also grafisch ist Hellpoint, ja. Es sieht okayisch aus. Ich glaube, man kann daran Spaß haben. Ich finde das Trefferfeedback jetzt nicht allzu gut. Also... Um mal ein qualitatives Fazit aus meinen wenigen Testminuten zu ziehen. Also ich finde, dass das Trefferfeedback noch nicht so pralle ist. Das könnte ich mir noch besser vorstellen. So, wartet mal. Jetzt erstmal hier ein paar normale Gegner, die man erstmal abfarmen kann. Shit, der kommt mir hinterhergerannt. Sag mal, bist du Mr. X oder was? Was geht bei dir, Digi? Oh, hier darf man nicht rein. Kann ich ihn da reinlocken? Komm mir nachgerannt. Ach, jetzt will er nicht. Was du da oben bist, weiß ich aber auch nicht. Immerhin ein paar Aktionen gefunden. Es wäre schon witzig, wenn ich die da reinfallen lassen könnte. Aha. Okay, was ist das hier? Okay, ihr lebt nicht. Okay. Aufheben. Zeremoniendolch. Einen Dolch haben wir gefunden. Den ich erst auf Reflexe 3 benutzen kann. Aha. Gut, was haben wir hier?
Einmal im Sein haben wir uns erinnert, Logos lügen, dann Tod. Sechsmal hat sich der Zyklus wiederholt, dies ist nicht unser letzter Atemzug. Aha. Okay. Wenn ihr meint, dann meint ihr das. Jetzt habe ich diesen Dolch erhalten. Was auch immer wir damit anfangen können. Ein Zeremoniendolch. Kann ich eine Zeremonie abhalten? Ich glaube, wenn ich hier reinspringe, sterbe ich, oder? Wer hätte das gedacht? Und schon wieder zucke ich. Ich habe immer so seltsame Zuckungen, wenn ich sterbe. Aber gut, ich bin gestorben. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich jeder. Mehr Kognition verschafft Zugang zu fortschrittlicher Technologie. Aha. Das ist ja interessant. Okay, also einige Türen kann ich hier noch öffnen. Ich muss nur dafür die richtigen Räume bereisen. Und ich kann diese beiden Typen da auch töten. Aber sie sind recht schwer zu besiegen. Aber wir kriegen das hin. Ich habe ja auch Aktionen gefunden. Das ist natürlich so mies, wenn er noch mal einmal nachschießt, ne? Du bist schon ein ziemlich schwieriger Gegner. Was gibt's doch, ey? Wie hat der das jetzt hingekriegt? Ich fand, meine Taktik war eigentlich gut. Ich habe voll die gute Taktik gehabt. Ohne Witz, das sah jetzt echt gar nicht schlecht aus. Auf die Hälfte hatte ich ihn. So ein Trash-Gegner, wahrscheinlich einer der leichtesten Gegner im Spiel. Aber sobald ich eine Strategie habe, um ihn zu besiegen, bin ich ein ganzes Stückchen weiter hier in ja, im Erkenntnis von Hellpoint, wie gut dieses Spiel ist. Aktuell muss ich sagen, Alter, die Reichweite von dem Typen, und dann zieht der aber auch nochmal nach. Hier, wartet mal. Na, jetzt aufpassen. Sollte er nämlich sofort in den Nahkampf wechseln? So. Ja, am besten immer schön die Markierung dann wegnehmen von ihm. So. Weil dann hat man ihn nicht immer im Target. Dieser zweite Hit von ihm, ne? Dieser zweite Stich. Da komme ich nicht weg. Also, er gibt mir den ersten Bash und dann will ich mich eigentlich nochmal wegdrehen und dann kann ich das nicht. Ich spiele übrigens mit Controller, das habt ihr ja schon gemerkt. Ich will es nur nochmal offiziell gesagt haben. Ich kann natürlich auch versuchen zu blocken. Aber ihr kennt mich schon aus Sekiro-Zeiten. Ich bin ja nicht so der Blocker. Block, block, block. Was mich ja bei solchen Spielen immer ein wenig ärgert. Ich weiß, da bin ich sehr eigen, aber ich werde das ja auch machen. Ist ja immer so dieses... Es ist das Alien Dark Souls. Das Weltraum Dark Souls. Das Horror Dark Souls. Wenn Spiele zu Genres werden.
Oh, der kann auch rennen. Warte mal. Ja, der soll eigentlich mal seinen Cast wieder machen. Wenn er den Cast macht, habe ich mal eine geringe Chance. So, jetzt schön das Target entfernen. Dass ich im Notfall dann auch schnell von ihm wegkomme. Dann warten, bis er den Cast wieder macht. Und dann genau drin stehen. Ja, ich sollte schon warten, bis der den Cast fertig gemacht hat. So, was macht er wieder? Ja, also da, so hat man eine Chance. Man muss halt warten, bis er fertig ist mit Zaubern. Und dann zwei Schläge, nicht mehr. Beim dritten Schlag blockt er oder würde eine Schwertkombo starten. Und hier auch warten, bis er aufgehört hat. So. Ich werde doch gelacht, wenn ich den nicht hinkriege, ey. Ja, jetzt will er rennen, so. Jetzt denkt er sich, Bruder, hör auf, mich hier zu bashen. Was hat er nur einen gemacht? Wartet mal. Ja, jetzt rennt er wieder. Was macht er wieder? Nee, jetzt haut er wieder ein bisschen in die Luft, weil er irgendwie denkt, ich bin da vorne. Warum auch immer er in die Luft haut. Jetzt kann ich einen Schlag machen, nicht mehr. Voll der Guide hier nebenbei. Wie besiege ich den ersten Trash-Gegner in Hellpoint? Man darf hier nicht zu gierig werden. Wer gierig wird, verliert. Ja, Mann! Besiegt! Übrigens, ihr hört immer, am Ende des Castens kommt ein Pfff, ein Pfff. Und wenn das kommt, könnt ihr euch sicher sein, ihr habt den Typen besiegt. Ja, Mann! Richtig fertig gemacht habe ich dich. Dö-dö-dö. Da, 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 da. Ja, und von den Typen gibt es natürlich noch einen. 650 habe ich jetzt hier Aktionen bekommen. Eigentlich gar nicht mal so wenig, ne? Man bekommt gut für die Kerles. So, jetzt hier eigentlich das gleiche Spiel nochmal. Bei dem. Jetzt. Habt ihr gehört? Geräusch kam. Und dann hat man eigentlich gute Chancen. Achso, weil dann hat er sein... Das ist das Geräusch, was kommt, weil er sein Schwert dann wirklich in den Boden gerammt hat. Okay, dann muss man ja alles mal wissen. So, jetzt muss man wieder aufpassen. Jetzt macht er wieder den Running Man. Ich habe Sport gemacht. Schalalala. Ich habe Sport gemacht. So. Okay, also wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, so diese Strategie, dann sind die besiegbar, finde ich. Und was zeigt uns das wieder bei diesen Games? Die Gegner sind besiegbar. So, jetzt hat er nämlich nur einen Cast gemacht. Jetzt will er mich baiten. Jetzt will er mich in seine Attacke reinbaiten. Jetzt will er mich in seine Attacke reinbaiten, damit ich hier auch schön seine harten Schwertschläge kassiere. So. Ja, komm mal ran, Kerle, hier. Was machst? Was machst, Kerle? Ich kann dir sagen, was ich mache. Dich töten. So, beide getötet. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. So, habe ich jetzt Zugang hier zum Dominion? Kann ich jetzt hier rein? Als der... Nein! Fuck! Als der oberste Checker hier in Hellpoint. Ja, ein cooles Spiel. Aber es ist noch... Also der Funke springt noch nicht so richtig krass über. Aber es macht schon Spaß. Aber der Funke springt noch nicht 100% über. Also es gibt hier noch wahrscheinlich die eine oder andere Sache, die mich noch catchen muss. Ach, hier ist noch eine Tür. Schaut mal.
sind wir hier auf der anderen Seite von diesem Räumle. Ah ja, nicht hier reinrennen. Wer weiß, wer da gleich noch alles drinsteht. Nämlich noch zwei Typis drin, ne? Oh, 11 Aktionen habe ich bekommen. Na gut. Wow, da ist aber hier, ja, okay, die sind nicht ganz so stark, die Typis. Okay, der ist ein bisschen stärker. Der hat hier, der hat noch was. Mit dem großen Schlag kann man sie halt erstmal schön in die Knie zwingen. Oh, der kann casten. Nutzt ihm nix. Aber er wollte. Er wollte hier richtig den Karsten machen. Okay. Sehr gut. Modell Kreuzschild. Wahrscheinlich fürs Crafting. Ach, das ist dieselbe Tür nochmal. Aber wo bin ich dann vorhin lang gegangen? Oder war ich nicht? Ich bin gerade verwirrt. Okay. Ihr lieben Leute. Von da aus kam ich. Ah ne, hier war ich drin. Was haben wir hier? Da komme ich nicht rein. Hier in der Tür war ich drin, genau. Ne, das war ein anderer Raum. Aber auch nochmal mit Gegnern. Zwei Gegner. Vielleicht hier noch etwas, was ich vorhin übersehen habe. Ich habe hier den Ritualdolch herbekommen. Ein Opferkopfstück. Kann ich die anziehen? Wartet mal. Ja, ich habe ein Rüstungsteil bekommen. Ja, Mann, so sehe ich doch richtig geil aus. Jetzt sehe ich aus, als hätte mir einer Nagel, also so Schrauben in den Kopf gedreht. Okay, ich habe 1500 Aktionen, die würde ich jetzt noch schnell einsetzen gehen. Oh, kann man hier irgendwo rein? Nö. Die würde ich jetzt schnell noch einsetzen gehen, um nochmal ein paar Skillpunkte zu verteilen. Und was wir dann machen, schauen wir einfach mal. Ich weiß aktuell nicht mal, wo ich lang muss. Also im Weltall hört man dich nicht nur nicht schreien, sondern man weiß auch nicht, wo man hin muss. So, Aktionen verbrauchen. Gemacht. So, jetzt kann ich sagen, ich will meine Stärke weiter pushen. Habe ich gemacht. Stärke ist gepusht. Okay, ihr lieben Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Ja, wer das Video nur angeschaut hat, um zu wissen, wie Hellpoint sich so spielt. Ja, es spielt sich halt wie ein Souls-Game. Ich finde es von der Steuerung wirkt es noch ein bisschen ungerade. Also die Sprünge sind sehr schnell, das Trefferfeedback fühlt sich noch nicht so richtig gut an. Die Spielwelt ist anscheinend ja so ein wenig monoton in diesen rötlichen Farben gehalten. Die Grafik sieht ein wenig aus wie von vor 10 Jahren. Das ist aber jetzt okayisch. Spielspaß, ja, also die Story scheint noch nicht so wirklich durch und irgendwie habe ich manches noch nicht so richtig begriffen, vor allem nicht, wo ich lang muss. Das werde ich alles noch herausfinden. Vielleicht in der nächsten Folge könnt ihr mir gerne erstmal euer Feedback zum Spiel in die Kommentare schreiben. Dürft auch gerne mit reinschreiben, ob ihr euch noch weitere Runden Hellpoint wünscht. Das wäre zumindest erstmal das, was ich jetzt hier in meiner Dreiviertelstunde oder meinen gut 40 Minuten erlebt habe. Bin gespannt, wie ihr es seht. Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Runden gedaddelt und könnt ein wenig tieferen Eindruck geben. Ich sage mal, das Spiel kostet, glaube ich, 35 Euro. Das finde ich jetzt akut noch ein wenig teuer, aber ich weiß nicht, wie umfangreich dieser Titel ist. Ob er Multiplayer hat, müsste ich auch mal nachschauen. Ich glaube aber nicht. Crafting gibt es ja hier anscheinend. Ja, was mir natürlich so ein wenig fehlt, ist so eine richtige Einstiegsstory oder so eine nachvollziehbare Welt. Irgendwie bin ich hier in so einer Zerrealität gelandet mit seltsamen Zombie. Ja, so. Also ich komme mir wirklich vor wie in der Welt von Doom.
nur halt nicht so cool wie in der Welt von Doom, wenn ihr das verstehen könnt, was ich damit meine. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.